ist nicht beim Tanzen. Was ist passiert? Warum so solo und deprimiert? Schon wieder Amorsbeine im Herzen. Ach bitte, Polo, das ist nicht zum Scherzen. Schon wieder einmal die richtige eine. Schon wieder einmal die oder keine. Ach, wenn du wüsstest. Ach, wenn du wüsstest. Zwölfmal im Jahre kommst du in Feier und liebst die wahre, die wunderbare. Dann kommt das neue Abenteuer. Kann sein, noch diesmal bin ich treuer. Aber sag, wer ist's? Wie sieht sie aus? Oh nein, sonst spannst du sie mir aus. Ich kann sie nicht schildern. Dann lass es bleiben. Sie wäre so gut zu beschreiben. Ein goldiges Wesen, ein herrliches Mädel, die Beine erlesen, das Angesicht edel, ein Augenpaar, das Feuer entfacht, unter Palippen zum Küssen gemacht. Ein Blick genügt und ein Männerherz pocht, ein Druck der Hand und die Leidenschaft kocht. Sie treibt dich, Armen, zur Raserei. Sag, Freundchen, so ist ihr Konterfei. Sie ist ein Engel, der schönste, den es gibt. Nein, so ist jede, solange man sie liebt. So ist sie immer die eine, die gewisse, die oder keine, die man im Augenblick heiß begehrt, ohne die das Leben nicht liebenswert. Und kommt an des Weges ein anderes Kind, dann ruft man es doch, ja, war ich denn blind? Das ist ja die reizendste Kleine, und wieder ist es die oder keine. So sehen wir immer die Beine, die gewisse, die hohe Keine. Barani gesehen? Nein, ich suche ihn auch. Suchen Sie ihn auch? Ja, ich suche ihn auch. Er sucht ihn auch. Sie suchen ihn auch? Ja, ich suche ihn auch.
Ich suche ihn auch. Etwa Wechsel? Na, Wechsel hat er. Ich habe Schuldscheine. Na, dann viel Glück. Muss sie viel größere haben. 3-4 Karat mindestens. Und eine hübsche Kette. Die Damen werden verzeihen. Haben Sie Graf Baranski gesehen? Nein, Herr Mirski. Vorhin sah ich ihn in den Salon gehen. Ah, danke, Comtesse. Ich habe nämlich einen Brief für ihn. Einen Liebesbrief natürlich. Im Gegenteil. Wenn Sie wüssten, ganz im Gegenteil. Der gute Graf Baranski macht dich heute reichlich rar. Mit Grund. Man hat ja so einiges gehört. Was hat man gehört? Von einer Brautschau, die heute Abend hier stattfinden soll. Brautschau? Den Namen deiner neuen Flamme soll ich nie erfahren? Nein, so schnappst du mir sie wieder weg. Und wenn ich's trotzdem tue? Du dann? Ponio Lasters, das kennen wir doch. Seit 6 Jahren versuchst du täglich zu sterben und dabei wirst du immer gesünder. Bruno, sie ist eine Perle. Eine Perle, sag ich dir. Sucht oder Natur? Aber du, und bescheiden ist sie, sag ich dir. Bescheiden. Neulich wollte ich ihr ein Brillantarmband schenken. Meinst du, sie jetzt angenommen? Nicht die Spur. Die Mama hat's einstecken müssen. Brillanten. Du kannst es dir leisten. Deine Felder, die blühen und gedeihen, während meine verdorren. Du sitzt das ganze Jahr in Warschau und gibst das Geld aus, das man dir schickt. Und ich muss von dem leben, was man mir pumpt. 9 Uhr, Bolo. Sie kommt. Kinder, ist das doch ein vornehmes Haus hier? Ja, hier riecht's nach Geld. Ob es hier wohl was zu essen gibt? Na, was ist denn? Beeilt euch! Verschwindet, umziehen! Weiß jemand, wo man sich hier oben bitte hört? Bolo, ein Brief für dich von zu Hause. Der Ruin steht vor der Tür. Guck mal. Das ist Bonios neueste Flamme. Du, das ist Kwasinskaya, die prima Ballerina von der Oper. Wie schön Sie heute wieder sind. Und ich? Sie auch. Man sagt, die Liebe mache blind. Ich nicht. Sie auch. Wir kommen etwas spät, mein Kind. Und nein. Ja. Die späten Hirsen sind, verstehst du mich, Mama? Ich dachte, wann, wo bleiben Sie? Und ich? Sie auch. Ich glaubte schon, sie kämen nie. Und ich? Sie auch. Unendlich schien mir diese Kunde. Unendlos währte mir die Nacht. Drum sei gepriesen diese Stunde, die beide uns hierher gebracht. Sind sie mir wirklich gut? Wie können sie da noch fragen? Das gibt mir Lebensmut. Im Lied muss es ihnen sagen, wenn ich uns drei so sehe, in Schlaf und Geist gesellt, das Idealste, allen Idealste dreier gespannter Welt. Der Junge hat Geschmack, was? Sie und ich. Ich und ihr, wir beide, wir alle beide, willkommen beide. Wunderbar, ist schon da, erklär dich, und ist im Grunde in der Bunde unentbehrlich, und ist im Grunde in der Bunde unentbehrlich. Wanda, süße Wanda, ach,
Nacht, ich bin nicht durcheinander. Oh, Wanda, wunderbare Wanda, ich bin total in deinem Bann. Bitte nicht zerstör mich, bitte nicht zerstör mich, nur mäßig um junger Mann. Ich halt's nicht aus, ich halt's nicht aus, ich halt's nicht aus. Sie und ich, ich und ihr, wir beide, wir alle beide, wir haben beide. Ist schon da. Erkläre mich, wo ist der Grund in der Bunde unentbehrlich? Und ist der Grund in der Bunde unentbehrlich? Mein lieber Bronio, was haben Sie den ganzen Tag gemacht? Viel Geld ausgegeben? Ach ja, erlauben Sie mir eine kleine Aufmerksamkeit. Oh, Sie sollen doch nicht immer. Nein, Sie sollen doch nicht immer. Das geht leider nicht, denn ich habe alle Tänze für Frau Wanda reserviert. Später. Vorerst bin ich beruflich hier, das wissen Sie. Richtig, wir müssen uns noch umziehen. Oh, ja. Ich habe jetzt wirklich keine Lust, unangenehme Briefe zu lesen, Mirs. Geht. Am wenigsten. Wahnsinn. Wer ist das? Wo? Wer? Der? Das ist niemand. Ein weitläufiger Bekannter kommt. Aber ein hübscher Mensch. Das täuscht, das macht die Beleuchtung. Sie müssen sich doch umziehen für den Auftritt. Kommen Sie doch, bitte kommen Sie. Bitte kommen Sie. Donnerwetter, diese Auto. Armer Bonio, das ist wieder nichts für ihn. Lies doch endlich den Brief, Bolo. Sag mir, was drinsteht. Wir sind fertig, erledigt. Nur die Heirat mit Helena Zaremba kann uns noch retten. Was geht mich Helena Zaremba an? Aber diese Wander. Bolo, nimm doch Vernunft an. Wenn du nicht heiratest, bist du futsch. Ja, da bin ich eben futsch. Aber heute will ich noch genießen. Bronio, sag mal, warum hast du mich ihr nicht vorgestellt? Hast du Angst? Angst, lächerlich. Wir lieben uns und werden uns heiraten. Soll ich euch mal auf die Probe stellen? Hm? Das kannst du machen. Bolo kann sich ohnehin nichts mehr leisten. Er ist ein ruinierter Mann. Oh, das tut mir aber leid. Sag, kann ich dir irgendwie helfen? Ja, indem du mir deine Wander überlässt. Ich denke ja gar nicht daran, aber meine Wirtschafterin kann ich dir überlassen. Deine was? Deine Wirtschaft, was soll ich denn mit der? Ja, die würde dein Gut wieder flott kriegen. Du, das ist deine Bauerntochter, die versteht mehr von der Landwirtschaft als dein alter Gutsinspektor. Die borg ich dir, wenn du willst. Aber vor allem musst du jetzt sehen, dass du so schnell wie möglich wegkommst, nach Hause, ja? Aber ich verstehe, du willst mich los sein, wegen deiner Wander. Ja, nein, ich begleite dich doch. Ich fahre dann rüber auf mein Gut und bring dir meine Marinia. So heißt sie, die Wirtschaft. Deine Wand. Das muss ich sehen. Ich auch. Thank you.
Liebe Wanda, himmlisch. Darf ich Ihnen meinen Freund Bolo vorstellen? Graf Boleslav Baranski, Fräulein Wanda Kwasinskaja. So, und nun bewundere mich. Ich lasse euch allein. Wiedersehen, Schatzi. Komm, Schwiegermama. Ich bin glücklich, die bezauberndste Ballerina Warschaus kennenzulernen. Oh, ihr Polen seid Zuckerland. Immer zuckersüß und artig. Und vor lauter Artigkeit könntet ihr euch sogar verloben und heiraten. Tja, leider ist es zu spät, denn ich finde sie als Freundin meines Freundes. Dann sagen Sie sich, seine Freundinnen sollen auch meine Freundinnen sein. Sie sind das charmanteste Wesen, das ich je kennengelernt habe. Dieser Walzer. Kommen Sie, lassen Sie uns tanzen. Oh, können wir nicht im Sitzen tanzen, so hier unter uns ganz allein? Tanzen ist mein Beruf und nicht mein Vergnügen. Bitte, mir tun die Füße so weh. Außerdem stört uns hier keiner. Natürlich. Und außerdem kann sie mir kein anderer Tänzer aus den Armen reißen. Hören Sie, es singt und klingt, bald jubelt, bald lockend und leise. Sie flüstert uns heimlich ins Ohr. Mach dir nicht Sorgen und denk nicht an morgen, sonst bist du auch nur ein Tor. Burgunder, Herr Graf. Das kommt drauf wieder. Hei, 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 da packt es unser einen. Hei, 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 ja, da zuckt es in den Beinen. Krakowiak anzuhören, voll Saft und voller Kraft. Und dabei sitzen bleiben, das hab ich nie geschafft. Hei, 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 da packt es jeden Polen. Hei, 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 ja, da sitzt er wie Mongolen. Da kribbeln ihm die Sohlen, Krakowiak macht ihn heiß. Und dabei sitzen bleiben kann ich um keinen Preis. Musik
Ein für alle Mal, Papa. Das passt mir nicht. Helena, mein Täubchen, was passt dir nicht? Alles passt mir nicht. Das Kleid passt mir nicht und die blöde Brautschau passt mir schon ganz und gar nicht. Ich soll einem Mann nachlaufen. Wir sind gefahren, mein Schwälbchen. Und mich mitten in der Nacht von ihm anschauen lassen, wie eine Kuh auf dem Viehmarkt. Och, du wie ein Kälbchen, mein Schäfchen. Ich brauche nur so zu machen und habe an jedem Finger einen. Ach, dieser verdammte Ausschnitt. Ja, ja, aber an keinem Finger einen Bolo. Bolo? Was ist er denn schon, dein lieber Bolo? Ein Lump sicherlich. Natürlich ein Lump. Aber was für ein Lump. Ein reizender Lump. Ich habe ihn über das Taufbecken gehalten. Die ersten Fensterscheiben hat er bei mir eingeworfen. In meinem Keller hat er sich den ersten Rausch angetrunken. So etwas bindet fürs Leben. Dich vielleicht, mich nicht. Aber Helena, mein Kaninchen, dieses Treffen ist doch erst der Anfang. Schau ihn dir an. Anschauen kostet nichts. Mir zuliebe. Hm? Dir zuliebe, Papa, mache ich alles. Aber ich habe mir hier das ganz anders vorgestellt. Wieso? Finde es ganz hübsch hier. Nun sage mir doch, was soll ich wohl bei feinen und glitzernden Damen, die alle von mir aus der Teufel holen. Ich falle hier doch aus dem Rahmen. Und dann das Kleid, es engt mich ein. Ich wage es gar nicht zu sitzen. Da oben, da stehe ich beinahe frei und hinten ein Fenster auf Spitzen. Helena? Der Liebe muss man Opfer bringen. Aber Papa, du kennst doch meine Einstellung. Du weißt doch, worauf ich warte. Oder glaubst du, ich will eine alte Jungfer werden? Irgendwann kommt der Mann, der geschaffen zum Ehegespann. Irgendwann kommt der Mann, den ich lieben und ernst nehmen kann. Von echter Natur und rechter Statur einen richtigen nehme ich nur. Aber keinen parfümierten, aber keinen ruinierten. Ja, schau ihn an, ja, schau ihn an, das wär ein toller Ehemann. Vom Scheitel bis zur Sohle ist er ein echter Pole. Ein Luftikus, ein Pfiffikus, dem jede Frau verzeihen muss. Denn flotter konnte nicht mal ein Herr Casanova sein. Und hast du ihn erst angesehen, ja, dann wirst du gestehen. Irgendwann kommt der Mann, so ein Mann, der geschaffen zum Ehegespann. So ein Mann, den man dann ehrlich lieben und ernst nehmen kann. Von echter Natur und rechter Statur einen richtigen nehm ich nur. Aber keinen parfümierten, aber keinen ruinierten, keinen demoralisierten, der lebt und lebt auf Wund. Aber keinen demolierten, wie dieser Herzenslump. Sie flirtet mit ihm. Sie halten sich. Richtig! Ich schieße ja nicht. Ich schieße ja nie. Leider. Popiel, wie geht es dir? Furchtbar. Furchtbar. Unglückliche Liebe. Wie können Sie das wissen? Ich sehe es an Ihrem dummen Gesicht. Ramidal!
Helena, das ist mein Freund Popiel. Popiel, das ist meine Tochter Helena. Sehr erfreut. Mehr als sehr erfreut. Wer flirtet mit wem? Bolo. Mit meiner Wanda. Bolo? Ja. Dieser Windhund. Ich will diesen Windhund sehen. Sehen Sie, wie sie sich von ihm den Ruf machen lässt? Schlange. Hupdole. Dieser Lump. Dieser Windhund. Das ist Don Baranski? Ja. Die prima Ballerina von der Oper. So. Ja. Und statt auf mich zu warten, tanzt er. Wie ein Gott. Ja. Und wir stehen hier, unbeachtet. Nein, komm, Papa, wir haben hier nichts verloren. Nein, dem werde ich meine Meinung geigen. Bin gleich wieder da. Der mit den Augen arbeitet? Ja, er bekommt jede herum. Jede? Jede. Vielleicht diese Hupdole. Aber mich nicht. Wissen Sie was, Valentina? Jetzt gehen wir und tanzen den beiden zu den Füßen herum. Das ist ja Bilanzen. Nein. Ich will diesen Kerl nie wiedersehen. Nie wieder. Kommen Sie. Ich sage dir, ich lasse mich nicht bevormunden. Weder von dir noch von deiner Tochter. Aber du kennst sie ja gar nicht. Man muss nicht alle kennen. Herzensjunge, ich habe dich über das Taufbecken gehalten. Ich kann mich nicht erinnern. Bolo, ich weiß, wie es um dich steht. Ich biete dir meine Tochter und mein Geld. Dein Geld würde vollkommen genügen. Du, meine Tochter versteht etwas von der Landwirtschaft. Die wird mit meinem Geld deine Güter schon wieder hochbringen. Sie ist eine wunderbare Wirtschafterin. Oh, eine wunderbare Wirtschafterin habe ich schon. Und morgen früh fahre ich nach Hause und hole sie mir. Verstehst du das, Saremma? Und ein paar Monaten, da bin ich wieder oben auf. Wirklich? Ja. Und bevor ich deine Tochter heirate, nur um meine Güter wieder flott zu machen, heirate ich lieber gleich meine Wirtschafterin oder irgendein Bauernmädchen. Also, das ist das Ende unserer Freundschaft. Der Herr, mit dem Sie da eben sprachen, war das nicht Graf Bolo Baranski? Allerdings. Dieser Lausejunge, der... Was wollen Sie von ihm? 230.000 Taler. Oder sein Gut samt Inventar. Aha. Das ist gut. Sagen Sie mal, würden Sie mir diese Schuldscheine verkaufen? Sie, so bitte bleiben Sie doch, bitte. Keine Minute, keine Sekunde, sonst explodiere ich. Nein, bitte explodieren Sie nicht. Ich explodiere. Bitte explodieren Sie nicht. Weißt du, was dieser Herzenslump gesagt hat? Er braucht uns nicht. Er hat bereits eine Wirtschafterin. Ja, natürlich, meine. Oh, und ich habe sie ihm noch versprochen. Und ehe er dich heiratet, hat er gesagt, meinen Mantel bitte. Hier. Ehe er dich heiratet, nimmt er seine Wirtschafterin. Das erlaubt er sich? Das wagt er? Das soll er ruhig wagen. Sie ist 62. Herr von Popiel? Bitte. Sind Sie mein Freund? Und ob? Mein Verbündeter. Mit Vergnügen. Danke.
Dann soll dieser Graf Baranski sehen, wie sich ein anständiges Mädchen revanchiert. Was hast du vor, mein Täubchen? Eine Ohrfeige, die wir bekommen haben, doppelt zurückzahlen. Komm, Papa. Zuallererst die Stühle raus. Na bitte schön, was macht das aus? Freunde, lasst ihn ruhig toben. Ich werde mich nachher nicht verloben. Gerade nicht, gerade nicht, gerade nicht, gerade nicht. Eine neue Runde beginnt. Der Backe fände den Tisch angefasst, frisch. Sind wir runtergekommen, bis auf den Fußboden. Ach was, eigener Grund und Boden gehört noch mir. Aber wie lange noch? Dabei braucht er bloß die Hand auszustrecken und schon hat er ein niedliches Goldfischchen. Goldfischchen, ein fetter Goldbarsch. Zwischen den Fingern. Aber ja. Da sag ich Barsch, ich will nicht. Ja. Und warum will er nicht?
Weil er sein Herz an ein paar Ballettschuhe gehängt hat. Mirski, davon verstehst du nichts. Na, aber ich. Ein kleines Pas de Deux hat mich schon den halben Familienschmuck gekostet. Ich kenn ein Zauberwesen, bei der es außen rum und innen drinnen stimmt. Die zarte, aparte Sorte, bei der das Liebesfeuer ungeheuer glimmt. Von allen hat sie ein wenig, ein bisschen dieses und ein kleines bisschen das. So ein ungemein pikantes, amüsantes, interessantes, ja, ein, ich weiß nicht was. Ja, so ein Etwas, so ein gewisses Irgendwas, das macht uns Männer dumm. Und vor dem kleinen bisschen Etwas, da fallen alle Männer gerne um. Freunde, ich war noch niemals so verliebt, wie es über alle beide Ohren. Freunde, er war noch niemals so verliebt, wie es über alle beide Ohren. Solang's noch solche Frauen gibt, solang's noch solche Frauen gibt, ist unser Polenland, ist unser Polenland, ist Polen nicht verliebt. Stuhl da auch. Vorne auf den Wagen. Ich sing schon öfter Feuer und brannte ungezählte Male nicht allein. Doch bald war es erloschen. Es geht ja allgemeinem Leben manchmal so. Nur diesmal will es mir scheiden, wird dieser Zauber nicht so bald vorübergehen. Aber frag ich nach dem Grunde, ja frag ich nach dem Grunde, muss ehrlich ich gestehen. Das ist ein Etwas, ja ein gewisses Irgendwas, das macht uns Männer hoch. Und vor dem kleinen bisschen Etwas, da wird es reinkommen. Freunde, ich war noch niemals so verliebt, wie es über alle beide Ohren. Freunde, er war noch niemals so verliebt, wie es über alle beide Ohren. Solang's noch solche Frauen gibt, solang's noch solche Frauen gibt, ist unser Polenland, ist unser Polenland, ist Polen. Da wären wir. Alle Achtung! Dieser Luxus, diese Pracht. Na, die Stühle habe ich ihm weggenommen, damit er ein gesetztes Leben führt. Helena, Täubchen, überleg dir noch einmal, was du vorhast. Es ist ein riskantes Spiel, mein Kind. Papa, du kennst meinen Dickschädel. Und ob? Ich bin euer Gnadenwirtschafterin Marinha. Und euer Gnaden werden die Gnade haben, mich seiner Gnaden gnädigst vorzustellen. Wenn euer Gnaden bei mir in Gnade bleiben wollen. Und wie ich will. Sehe ich bäurisch genug aus? Sehr echt und vor allem sehr hübsch. Er wird bestimmt Gefallen an Ihnen finden. Halten Sie das für möglich? Ja, sehr. Ach, der Teufel soll ihn holen, wenn er von meiner Tochter nicht hingerissen ist. Ja, und wenn er nun hingerissen ist, was machst du dann? Dann werde ich hohnlachen. Sehr gut. Und werde ihm die kalte Schulter zeigen. Fabelhaft. Und dann werde ich ihm sagen, Herr Graf, das war die Rache dafür, dass Sie mich auf dem Ball ignoriert haben.
Wagen Sie es, um meine Hand anzuhalten. Herrlich! Und dann wird er es wagen. Ach, das wäre der schönste Tag meines Lebens, wenn du mit diesem Galgenstrick, mit diesem Halunken, mit diesem Kerl vor den Altar trittst. Keine Bange. Ehe ich den Grafen von Baranski heirate, nehme ich den letzten Trottel von ganz Polen. Ja, mich bitte. So, und jetzt werde ich ihm sagen, was ihm blüht. Und alles verraten. Aber nein, Sie verpatzen das nur. Verraten? Verpatzen? Ich? Kein Wort kommt über meine Lippen. Ich bin ein Diplomat. Und ein Diplomat verrät sich nicht. Aus mir bringt keiner ein Sterbenswörtchen heraus. Aus mir nicht. Ich bin ein Diplomate. Und wisst ihr, was das heißt? Er ist ein Diplomate. Wir wissen, was das heißt. Ich diene meinem Staate und schweige voller Geist. Und hinter seinem Staate, und hinter seinem Staate, dann schweigt er voller Geist. Ein Dip, ein Dip, ein Diplomat, ein Dip, ein Dip, ein Diplomat, ein Diplomat, ein Dip, ein Diplomat. Ich hör alles, ich seh alles und bleibe taub und stumm. Verspür alles, kapier alles, man kriegt mich nicht herum. Ich bin fürwahr nicht dumm. Nein, ganz und gar nicht dumm. Ha, ha, ein Dip, ein Dip, ein Dip, ein Dip. Diplomat. Ich lächle sehr verbindlich und sag nicht ja noch nein. Er lächelt sehr verbindlich und sag nicht ja noch nein. Und was ich oft verspreche, das halte ich selten ein. Groß ist er im Versprechen, groß ist er im Versprechen, jedoch im Halten klein. Ein Dip, ein Dip, ein Diplomat, ein Dip, ein Dip, ein Diplomat, ein Diplomat, ein Dip, ein Diplomat. Sehe alles und bleibe taub und stumm. Verspür alles, kapier alles, man kriegt mich nicht herum. Ich hör alles, ich sehe alles und bleibe taub und stumm. Verspür alles, kapier alles, man kriegt mich nicht herum. Ich hör alles, ich sehe alles und bleibe taub und stumm. Verspür alles, kapier alles, man kriegt mich nicht herum. Ein Dip. Ein Dip, ein Dip, ein Dip, Diplomat. Na, das sieht ja hier aus. Und kein Mensch da. Helena, Sie... Psst, fallen Sie nicht aus der Rolle. Ich habe viel mehr Angst, Sie werden sich verraten. Und bitte seien Sie vorsichtig, Bolo ist ein gefährlicher Bursche. Keine Angst, ich bin auf dem Land aufgewachsen. Sie ahnen gar nicht, wie ordinär ich sein kann. Ja, ich fürchte mich vor keinem hier. Ja. Erlauben Sie und glauben Sie, ich sage es Ihnen ehrlich, der Don Juan und Lieder Jan ist Frauen sehr gefährlich. Erlauben Sie, ja glauben Sie, dass ich ihm so gefallen. Gefallen Sie und wie, in dem gefallen alle. Ich danke für das Kompliment, das ich das lieblige Kind. Er wird nicht ruhen. Was wird er tun? Was wird er tun?
Erst wirft er mal mit Blicken, so, so, gerade ebenso. Dann kommt ein Wangenzwicken, so, so, gerade ebenso. Dann wird er sie umschlingen, so, so, im Ungefähren so. Wird einen Kuss erzwingen, so, so, gerade so. Ich will mich weiter gar nicht rühren, so, so, so. Und wird im Notfall eine schmieren, so, gerade so. Ich nehme ihn einfach nur beim Kragen, so, so, so. Und wird er heim hinaus ihn tragen, so, gerade so. Was treibst du denn hier? Ja, ich bringe dir meine Wirtschafterin, du siehst. Ich halte Wort. Ich danke dir, Papier. Donnerwetter. Sieht vertrauenerweckend aus. Ja, ja, ja. Das ist also die Märchenfee, die dich zum reichen Mann macht. Ja. Sag mal, wie schafft die das eigentlich? Mit dem da. Fehlt's dem Herrn, muss es der Knecht haben. Wie heißt du? Marinja, euer Gnaden. Dient sie schon lange bei dir? Ach, die. Ich diene nicht, ich wirtschafte. Ich bin Wirtschafterin. Na ja, schon gut. Ich habe meine schäbigen Reste zu Geld gemacht und werde es dir zur Verwaltung geben. Glaubst du, dass ich noch zu retten bin? Ja. Aber nur, wenn meine Anordnungen befolgt werden. Na ja, ja, ja. Auch von euch, gnädiger Herr. Also einverstanden. Euer Wort drauf? Mein Ehrenwort. Gut. Dann ist es wohl das Beste, wenn euer Gnaden jetzt nach Hause fahren. Für heute will ich mir den Patienten noch näher ansehen. Aber morgen beginnt die Radikalkur. Ja, also dann, wie wohl. Adieu, Volo, bleib gesund. Adieu, Marinja. Adieu, gnädiger Herr. Bleib stark. Na? Mein Freund Popiel scheint sehr an dir zu hängen. So? Na ja, ich lass ihn hängen. Sehr nett. Sagten Sie etwas? Nein, nein, ich schau dich nur an. Bring mir Feuer. Wo sind die Streichhölzer? Im Esstisch. Und wo ist der Esstisch? Gepfändet. Weißt du, dass du sehr hübsch bist, Marine? Ja. Noch nicht? Wie gefalle ich dir? Ja, nicht mehr ganz taufrisch und etwas verlebt. Sie sollten sich zusammennehmen und ein bisschen tugendhafter leben. Mit deiner Hilfe, vielleicht. Ich werde Ihnen schon helfen. Weißt du, Marinja, wenn man sich den Magen an Trüffeln verdorben hat, dann ahnst du gar nicht, wie man sich nach einem Stück Bauernspeck sehnt. Nichts zu machen, euer Gnaden. Ich habe ländlich-sittliche Grundsätze. Ich will geheiratet werden. Irgendwann kommt der Mann,
der mich mag, der beißt an, ich küss, das ist klar, führt der Weg zum Altar. An der Hand, klug gemeint, konsequent und gescheit, also ich, das ist schad, wäre kein Kandidat. Wenn wir saufen. Ach, hol mal den Schreibtisch. Ja, damit er endlich weiß, wozu er da ist. Wer? Er. Der Schreibtisch? Der Schreibtisch. Ach, der Schreibtisch. Schreibtisch. Und dann könnte ich eigentlich jetzt vor Tropka vertragen. Ja. Ja. Bolo, rück raus mit dem guten Saft. Wo sind denn die Gläser? Ja, wo sind denn die Gläser? Moment mal. Dort, gnädiger Herr. Aber ich dachte, hier trinkt man aus sauberen Gläsern. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Was heißt denn ihr Ei? Das ist meine Wirtschafterin. Was geht denn zur Wirtschaft? Ackerbau und Viehzucht? Zuerst ausmisten. Gründlich ausmisten. Marinia, bring uns einige Flaschen. Sie stehen dort in der Uhr. Ach, deshalb geht sie nicht. Sicher eine Alkoholvergiftung. Pulu, wo hast du die aufgegabelt? Das ist ja ein Prachtstück. Oh, nur äußerlich. Die Uhr ist abgeschlossen. Der Schlüssel muss doch stecken. Ich sehe keinen Schlüssel. Also das verstehe ich nicht. Vor 5 Minuten war er noch da. Keine Aufregung, Bolo. Wir haben im Gästehaus noch den Reservevorrat. Den hole ich. Aber nicht allein. Bei Alkohol traue ich dir nicht. Wer traut euch? Ja. Wer traut hier überhaupt wem? Na also, dann gehen wir alle. Also du hast den Schlüssel. Her damit. Au, euer Gnaden tun mir weh. Na, da hört sich doch alles auf. Popiel kannst du befehlen. Mir nicht, verstanden? Dann kann ich ja gehen. Sie haben die Probezeit nicht bestanden. Du bleibst. Ich befehle es dir. Ich lasse mir von niemandem befehlen. Sie sind nicht mein Herr. Aber ich habe mir eigentlich gedacht, wenn Graf Bolo sein Ehrenwort gibt, dann gilt das ab. Ja, ich kann nun mal keine Fesseln vertragen. Aber ich glaube fast, du bist imstande, diese verlotterte Wirtschaft hier wieder in Ordnung zu bringen, was? Bestimmt. Aber ihr müsst mithelfen, anpacken, arbeiten, Warschau und die Weiber für eine Weile vergessen. Könnt ihr das überhaupt?
Du sollst mit mir zufrieden sein. Sehr zufrieden sogar. Gut. Die polierten Nägel und die gepflegte Hand. Das wird bald anders aussehen, wenn ihr im nächsten Jahr eine Ernte haben wollt. Aber jetzt muss ich in die Küche nach dem Abendessen sehen. Ich habe nicht getrunken, weil ich nicht trinken wollte. Also ich tue überhaupt immer nur das, was ich will, verstanden? Jawohl, mein gnädiger Herr. Also bitte, nimm du die Flaschen in Verwahrung. Ich werde dir sagen, wenn ich davon mag. Deck uns den Tisch, Marinje. Oh Gott. Feiner Haushalt. Aber die Grafenkrone ist drauf. Eine Spieluhr. Dass die in Ordnung ist. Heute kommt das Aufwaschen vor dem Essen. Wo ist Bolo? Jetzt feigen wir mal nett. Der gnädige Herr begab sich schon zu Bett. Was hat er sich? Was hat er sich? Was hat er sich? Er hat bestellt. Er hat bestellt. Er müsse morgen früh aufs Feld. Aufs Feld. Aufs Feld. Aufs Feld. Aufs Feld. Er hat es wörtlich so bestellt. Ein guter Witz. Haha, wer lacht? Er wünscht den Herren gute Nacht, denn morgen geht die Arbeit an. Die Arbeit an. Die Arbeit an. Ja, morgen geht die Arbeit an. Er wird verrückt, so fängt es an. Auch morgen ist er nicht zu Haus. So, Freunde, schmeißt man uns hinaus. Und übermorgen ebenso. Das finde ich herzlos. Das ist roh. Wir drängen uns nicht auf. Nein, 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 nein. Das dürfte auch das Beste sein. Nun sehe ich klar, er will allein mit seiner neuen Perle sein. Oh, der Verdacht ist unerhört. Ein rechter Schuft, der dabei stört. Wir stören nicht, wir wollen gehen, ist irgendwann auf Wiedersehen. Ich habe sowas mir gedacht. Gute Nacht. 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 Oh,
hast du die Löcher in das Tischtuch gefressen? Ja, dann musst du mal andere Kost bekommen. So. Marsch in den Kartoffelkeller mit dir. Da bin ich, Freunde. Ja, wo sind Sie? Was soll das heißen? Futsch, weg! Ich hab Sie alle weggeschickt und Gott sei Dank, es ist geglückt. Was? Du hast es gewagt. Hab Ihnen hübsch gute Nacht gesagt. Nun sind Sie diese Bande los. Finden Sie das nicht famos? Na, habe ich das nicht großartig gemacht? Ja, immer nur ländlich und südlich sein, da kann ich ganz gut erbittlich sein. Mutter und Mutter haben es auch gut ist. Mein Gott, du bist ein Wundertier. Nun wird es erst gemütlich hier. Und meine Freunde prallen mir. Komm her, komm her, setz dich zum Bier. Zu euch. Nun ja. Ganz sicher. Nein, nein, sie geht schon richtig. Leider. Jetzt muss ich aber hier auf mein Zimmer gehen. Um fünf. Die Kühe. Gnädiger Herr, Besuch. Wanda. Sie? Das ist eine Überraschung. Ich platze sicher herein, aber wir hatten ein Gastspiel in der Nähe und da habe ich einen kleinen Umweg gemacht, um Sie zu sehen. Störe ich? Aber nein. Ich habe Sie doch eingeladen. Oh, das wissen Sie noch. Ja, ich kann nicht lange bleiben, aber ich musste Sie einfach wiedersehen. Die Sehnsucht, ich habe es nicht ausgehalten. Genauso geht es mir. Ich trage Ihr Bild in meinem Herzen, in meiner Seele und...
einfach überall. Doch wer ist dies und wer ist die? Wo? Wer denn? Die? Wieso? Ach, die. Ich habe deutlich dich gefragt. Das ist eine Magd. Mein Mensch, der war doch immer so verliebt, wie ich über alle Beine ohren. Mein Mensch, der war doch immer so verliebt. Aber was für eine Magd! Ich auch, du. Die erste gute Ernte seit 6 Jahren. Aber wir haben alle mitgeholfen. Dieser Teufelsbraten hat uns zur Arbeit gezwungen. Ja, deine Marinja. Der Erntezug kommt. Thank you.
bin nur eine eurer Mägde. Dem Himmel solltet ihr danken. Sein, wenn es unsere Wirtschafterin erlaubt. Ausnahmsweise. Na also, für euch ist im Speisesaal gedeckt. Ja, bitte, kommen Sie. Und für euch steht die Tafel auf der Tenne. Reserviert mir einen Platz. Julio, kommst du? Ja, geh nur voraus. Ich erwarte noch einen Ehrengast. Euer Gnaden erwarten noch jemand? Ja, meinen alten Freund Zaremba und seine Tochter. Ach, die Tochter auch? Na, da bin ich aber neugierig auf das gnädige Fräulein. So schön wie du, Marinia, kann sie unmöglich sein. Nimm das, Tatio. Komm, Marinia. Jetzt ist alles aus. Die schau nicht mal her. Hat ja doch gar keinen Zweck. Gnädiger Herr. Ja, Marinia? Wir haben doch ausgemacht, dass ich dir gehorche. Und dass ich wieder gehen kann, wenn auf dem Gut alles in Ordnung ist. Jetzt ist alles in Ordnung. Nein, noch lange nicht. Du musst bei mir bleiben, Marinia. Für immer. Immer? Eine Wirtschafterin ohne Kündigung? Was Wirtschafterin? Du bewirtschaftest nicht nur das Gut,
Du bewirtschaftest seit langem... Helena! Zaremba, alter Freund, da bist du ja endlich. Aber was heißt Helena? Helena, ja, also weißt du, Helena, mein Töchterlein, habe ich zu Hause lassen müssen. Da war nichts zu machen. Aber Bolo, mein goldiger Lump, wie geht es dir? Ja, was frage ich? Gut geht's. Deine Ernte soll ja großartig sein. Danke, ich bin zufrieden wie seit Jahren nicht mehr. Sag mal, wer ist denn das Mädchen? Ach, verzeihe, ich vergaß, dass ihr euch ja noch nicht kennt. Das ist meine Wirtschafterin, Marinia. Sag mal, deine Tochter hat sich wohl nicht hergetraut. Hat sie Angst, sie könnte sich doch noch hoffnungslos in mich verlieben, oder? Oder? Oder du dich in sie? Hm? Ausgeschlossen. Mein Herz ist bereits fest verpachtet. Und an wen? Der gnädige Herr von Zaremba wird sicherlich sehr hungrig sein. Du hast recht, Marinia. Aber zunächst nehmen wir einen Begrüßungsschluck. Komm. Gut. Und das Mädchen? Kommt sie nicht mit uns zum Essen? Ich gehöre doch nicht zu den feinen Herrschaften. Ich gehe auf die Tenne. Helena, Helena, jetzt müssen Sie es Bolo endlich sagen. Sie müssen vor ihn hintreten und ihm hohnlachen müssen Sie. Mein Herr! Mein Herr! Ja, müssen Sie zu ihm sagen. Wissen Sie denn überhaupt, mit wem Sie sprechen? Das müssen Sie zu ihm sagen. Später, Popiel, nicht gerade heute. Später, 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 immer später. Helena, immer später, mich denn keiner, nur ich. Und ich sage Ihnen, ich kann nicht mehr länger warten. Helena, Sie sind meine einzige, meine große, meine ehrliche, meine reinste, meine innigste Helena. Helena, Helena, mir wird immer schwül und Sie bleiben kühl. Helena, Helena, bin kein Superman, aber immerhin Mann. Oh, ihr Idealbild macht mich jedes Mal wild. Bitte, 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 höre meinen Antrag an. Die Ehre, zwar phänomenal. Ich als Gemahl. Doch ehrlich, gefährlich, erscheint mir die Wahl. Na, hören Sie mal. Von Blondinen heißt es, dass ihr Herz vereist ist. Und bei ihrer Schwüle, meine Kühle, das wird vertun. Nein, 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 nein. Die Kehlen blenden. Die sind mein Schwarm in ihrer Nähe, jetzt mir so warm, die Pulse jagen, es rollt das Blut, ich werde wild vor Liebesglut. Sind ihre Augen braun von Natur und runde Kurven an der Figur, dann olala, ich muss es eingestehen, packt mich der Teufel und das Unglück ist geschehen. Helena, Helena, du wonnige Du, ich lache dir zu. Helena, Helena, erbarme dich mein und willige ein. Du als Anvermählte bist es, was mir fehlte. Sag, es wird geheiligt und beseligt werde ich sein. Nur achtsam, bedachtsam und vorsichtig sein. Ach, fällt mir nicht ein. Verstehen Sie? Sonst gehen Sie ein Risiko ein. Na, Ausrede rein. Manche Stromblondine führte zum Ruine eines Ehemannes und dann kann es ihm verbrühen. Nein, 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 nein. Die kühlen Blonden besitzt ein Schwarm in ihrer Nähe, ist ihm so warm, die Pulse jagen, es rollt das Blut, da wird man wild vor Liebesblut. Sind ihre Augen braun von Natur und runde Kurven an der Figur, dann olala, wir muss es gestehen.
Kinder empfangen. Also ich glaube, Bolo weiß gar nicht, dass wir kommen, Mama. Aber Popiel könnte da sein. Er ist wirklich ein bisschen sehr blöd. Oh, da ist er ja, unser lieber, guter Freund. Küss die Hand, küss die Hand, küss die Hand. Sie haben telegrafiert, höchste Gefahr, hier bin ich. Wo ist die Gefahr? Ein bisschen blöd, aber hübsch. Eigentlich ist er viel hübscher wie dieser Polo. Gegen ihn ist Polo ein Verlebter. Ah, da ist er ja, mein lieber, guter Polo. Nennst du einen Kuss? Das ist eine Schlamperei, das ist ein Kuss. Entschuldigung. Was? Bolo, die ist immer noch bei dir? Du hast doch gesagt, sie sei vorübergehend hier. Sie geht eben langsam vorüber. Und herausgeputzt. Heute ist unser Erntefest, gnädiges Fräulein. Da sind sogar die Ochsen und die Kühe herausgeputzt. Was wolltest du, Marina? Gnädiger Herr, die Bauern tanzen schon und lassen den gnädigen Herrn fragen, ob er mitmacht. Natürlich. Ich eröffne den Reigen, so verlangt es die Sitte. Mit mir? Nein. Auf dem Erntefest muss der Gutsherr zuerst mit einer Bäuerin tanzen. Also mit mir? Seine Gnaden tanzen mit mir. Hallo, Musikanten! Spielt auf, ihr Musikanten, zu lebensfrohen Tanz.
Eine Frau kann man ertragen, aber zwei. Aber zwei. Eine Frau gibt Grund zu klagen, doch erst zwei. Eine Frau kann man genügen, aber zwei. Oh, Malheur. Hat euch alle verhext. Du hast mich doch nur herkommen lassen, damit ich ihr Bolo entreiße, oder? Bist du etwa auch in sie verschossen? Aber eben, ja. Mein Goldtäubchen, endlich können wir uns begrüßen. Wenn uns einer... Ihnen denn noch immer nicht gesagt, wer du bist? Nein, natürlich nicht. Ja, das ist aber höchste Zeit, mein Kind. Du liebst ihn doch. Oder? Na also, wusste ich doch. Diesen Lumpen muss man doch lieben. Aber bitte, Papa, nichts verraten. Ich will's ihm selber sagen. Gut, wie du willst, mein Kind. Jetzt muss ich auf die Tenne zu den anderen. Helena. Alle Burschen, alle Mädel haben heute Feiertag. Morgen brummen alle Schädel, heute gibt es aufgebracht. Hey, unser erstes Leben, fröhlich leben, selig leben. Hey, und wir unternehmen alle Zeit und Möglichkeit. Nicht miteinander sollt ihr tanzen, Panin, ein Beispiel euch an mir. Der Bauernbursche tanzt mit feinen Damen und mit dem Bauernkind der Kavalier. Es kann nichts Schöneres geben, ja ging's nach mir. Ich tanz mit dieser hier durchs ganze Leben. Immer, immer, immer zu, du vieles Bauernmädel, du. So ist noch niemand aufgesessen. Ja, Polo, das war doch eine List. Weißt du nicht, wer Marinja ist? Dein wildes Bauernmädel hier? Zarembas Tochter steht vor dir. Du bist? Sie sind? Zarembas Kind. Hat sie großartig gemacht. Also das war das. Wirklich.